Hallo liebe Radfahrer und Mountainbiker. Heute befinde ich mich in Holland. Stehe jetzt bei Wild auf dem Parkplatz, habe meine Route vorgeplant und werde jetzt ein wenig durch Holland radeln. Da es hier einen netten kleinen Bikepark gibt, beziehungsweise einen Outdoor-Challenge-Park, werde ich mich direkt dorthin begeben und nehme euch mit. Ich wünsche viel Spaß. Es ist jetzt frühmorgens um 8:30 Uhr. Es ist noch nicht sehr warm. Die Sonne scheint schon. Aber ich habe noch lange Klotten an und der Wind ist auch noch ganz schön biestig. Aber im Laufe des Tages wird es ja auch noch ein bisschen wärmer. Direkt bei Wild nebenan ist dieser kleine Pfad, den bin ich beim letzten Mal auch schon gefahren. Der ist sehr schön, kurvig. Sehr schmal, aber macht Spaß. Da es hier in Holland sehr flach ist, habe ich natürlich noch keine Motorunterstützung an. Und fahre hier erstmal auf dem Plattland durch die Walachei. Jetzt bin ich direkt am Kanal. Der gesamte Kanal ist einige Kilometer lang. Den bin ich beim letzten Mal auch schon geradelt. Der Weg ist sandig, aber an sich ist der Weg ganz gut zu fahren, schön am Wasser entlang. Man sieht jetzt natürlich nichts, weil da Schilf ist. Deswegen mache ich die Kamera jetzt erstmal wieder aus und würde sagen, wir sehen uns später wieder. Bisher musste ich ganz schön viel Straße fahren. Ich glaube 3 Kilometer, was ich ja eigentlich nicht wollte. Aber von Verselo bis Oldenzahl finde ich nicht so schnell eine Waldroute. Aber bin jetzt von der Straße links ab in den Wald, da ich da einen netten Weg gefunden habe. Mal schauen, wo der mich hinführt. Kein schlechter Weg. Besser als Straße. Wobei die Straßenwege jetzt nicht so schlimm waren. Die führten alle neben Feld und Straße entlang. Also nicht wirklich direktes Straßenfahren. Aber sowas finde ich dann schon wieder ein bisschen besser. Eine Brücke.
Brücken fühlen sich interessant an. Holz mit Draht drüber gespannt. Das verhindert dann das Abrutschen, wenn die Brücke mal nass ist. Das Ziel ist nicht mehr weit. Ich brauche jetzt nur noch diesen einen Weg fahren. Und da hinten, wo der Wald in Sicht ist, da geht es dann auch etwas rechts Richtung Outdoor Challenge Park. Im Großen und Ganzen ist das Fahren hier in Holland total schön. Fast überall sind diese schmalen Wege zwischen Weiden und Felder. Und so kommt man von Ort zu Ort. Und ab und zu muss man dann auch mal ein Stück Pflasterstraße in Kauf nehmen. Aber das ist tatsächlich sehr minimal. Ich habe mich mittlerweile auch schon warm gefahren. Deswegen habe ich jetzt die Jacke aus. An der Gabelung muss ich links und dann in den Wald hinein. Juhu, und dann ist auch nicht mehr weit. Fietsbad. Ja, die Holländer sind sehr fahrradfreundlich. So, einen Teil der Strecke habe ich schon gefunden. Der Park fängt ja eigentlich auf einer anderen Seite an. Aber hier sind schon die ersten Brücken. Stege. Das war schon ganz cool. Ja, mit Stufe, nee, das ist noch nichts für mich. Hier fahre ich erstmal dran vorbei, damit ich euch das schon mal zeigen kann. Ist ganz nett gemacht. Nur eine Brennnessel fallen darf man nicht. Das Gelände ist ziemlich riesig und alles sind richtig coole Wege, verwinkelt, kurvig, hückelig, paar Wurzeln und immer wieder mal so ein paar Holzstege dazwischen drin.
Ich schaue mal, was hier noch so kommt und werde später die Kamera wieder anmachen. Ich bin so eine Schrägwand noch nie gefahren und werde damit daher erstmal mit großer Vorsicht rangehen. So, weiter geht's auf der rechten Seite. Erstmal ein bisschen rumspielen hier. Das hier sind ja recht einfache Stege. Zack. Am Ende runterspringen und alles ist gut. Viel Sand. Dann kommt hier jetzt so eine kleine Balancierstrecke. Das kann ich natürlich nicht. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Balancieren auf dem Straßenstreifen, okay. Aber das hier ist noch übungsbedürftig. Mal noch von der anderen Seite versuchen. Übung macht den Meister. Irgendwann kann ich das auch. So, jetzt hier den kleinen Berg hoch. Und dann geht's aufs Steinfeld. Und das alles mit dem Hardtail. Zack, zack, zack. Und drüber. Das war erstmal eine kleine Runde. Na komm, ich versuch's nochmal über die Balancestrecke. Nicht zu schnell nach vorne gucken. Ah, fast gut. Fast gut. Und jetzt noch die kleinen Treppenstufen hier. Pedalen immer gerade und hüpf, den letzten auch noch. Juppadi, das macht Spaß. Zum Warmwerden. Die Tour liegt rechts von dir in 60 Metern. So, den kleinen Hügel noch und dann geht's erstmal weiter. Den kleinen Trainingsparcours rein. Da darf man nicht rein, muss hier rechts rum und dann geht es über Steine und über eine Brücke. Hier geht es über eine Wippe. Und hier geht es über so eine kleine Brücke mit einer Stufe.
und hier einfach an den Steinen vorbei drüber fahren, mag ich noch nicht. Das war's schon. Der normale Weg geht jetzt rechts weiter. Diesmal ist aber ziemlich viel Sand hier. Das war beim letzten Mal nicht. Na, da hat es vorher auch geregnet gehabt. Da war das alles sehr fest. Aber jetzt ist dieser Sand sehr trocken. Ich war jetzt extra nur im zweiten Gang ohne Motorunterstützung, um mich so ein bisschen anzustrengen. Sand ist heftig. Ich mache das Video wieder aus, weil das ist jetzt langweilig. Kleiner Sprung. Ist wieder ein cooler Weg, kann man gut fahren. Muss nur tierisch aufpassen wegen dem Sand diesmal. Und jetzt komme ich an den Part, wo es ein bisschen tricky ist. Jo, das sieht ja mal ganz nett aus. Also Sprünge und Anleger aus Holz. Richtig fette Teile. Ganz nett. Das sind so nicht meine Spielsachen. Ja, das ist sandig hier, das ist Kacke. Sand ist scheiße. Ich hasse Sand. Sah einfach aus.
Der ist in Ordnung. So, wollen wir mal den Eco anmachen? Und hier rechts fahren. Da kommt gleich ein kleiner Drop. Kann ich auch nebenher fahren. Mal schauen, ob ich mich traue. Okay. Ja, war klein. Hier kann ich schön Anleger üben. Zu schnell. Jo, war auch nicht. So, rechts geht's weiter. Bin ich an einem Park angelangt, wo ich im Frühjahr schon mal war. Da geht's hier rechts hoch. Wird steil. Da muss ich runterschalten. Und hoch im Stehen am besten. Jetzt da hoch. Schipp. Jetzt hier durch. Jetzt hier lang. Runtergeschaltet, aber boah, dritter Gang hochgekämpft, dank Tour. Du hast die Tour verlassen. Nein, ich habe die Tour nicht verlassen. Hier rolle ich jetzt mal dran vorbei. Hier kommen nämlich Treppen. Aber da habe ich heute keine Lust zu. Zumindest jetzt nicht. Weil ich fahre dann lieber dieses Stück. Das ist nämlich auch noch mal ganz tricky. Und ich glaube, jetzt bin ich verkehrt. Ja, ich bin verkehrt. Hier muss ich rein. So, jetzt brauche ich Kraft. Habe ich ja damals nicht geschafft. Aber heute wird es gehen. Jo, hat sich der Konditionstraining gelohnt. Und mit Motorunterstützung ist es einfach besser für mich. So, einmal hier rum. So sieht das Ganze aus. Blick auf die Karte. Die Tour liegt links von hier in 90 Metern. Und dann bin ich auch schon wieder durch. Das war's. Jetzt ein bisschen am Wasser entlang. Thank you.
kleiner Wurzelweg. Und nun geht's hier links rein. Nur für Mountainbikes erlaubt. So, erstmal runterschalten, Gas machen und da hoch. Hier kommt jetzt eine kleine Senke und so eine komische Dreieckshürde. Muss ich hier einmal rüber. Folge dem Weg 450 Meter. Ah, schon richtig cool. So, und da geht's weiter. Das Schöne ist, man braucht hier nicht aufpassen, dass hier einer entgegenkommt, weil das alles Einbahnstraße ist. Extra für Mountainbikes. Hier muss man wieder aufpassen. Bei nächster Möglichkeit links. Folge dem Weg 400 Meter. Die ist aber nicht schön hier, die Anliegerkurve. Ah, hier ist besser. In 130 Metern links und Segeltrain folgend. Da müsste gleich eine Brücke kommen.
durch. Folge dem Weg einen Kilometer. So, da habe ich welche vor mir. Da mache ich die Kamera erstmal wieder aus. Hier ist die Brücke. Ja, auch noch so ein Dörnetanz machen. Schub da runter. Und da wieder hoch. Vor dem langen Steg habe ich ja echt Respekt, weil es lang, kurvig und am Ende geht es schräg runter. Na gut, wir versuchen es mal. Ja, hat doch geklappt. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Okay, mit Stufen. Hier geht es jetzt auch wieder in den Trail rein. Der fängt erst vorsichtig an, ganz easy. Und dann gibt es bei dem Weg immer ein paar Möglichkeiten, um sich einen guten Platz auszusuchen, einen guten Weg. Fährt man links oder rechts? Ich fahre hier mal links runter. Okay. Und der hier ist schon ein bisschen tricky. Aber auch den kann man sich auswählen, wie man fährt. So, und hier geht es jetzt steinig hoch. Folge dem Weg 250 Meter. Folge dem Weg 250 Meter.
Habe ich leider nicht geschafft. Muss ich das beim nächsten Mal nochmal machen. Und hier geht's steinig runter. Jetzt ist auch direkt über die Steine können, aber das war noch nicht meins. Stufen hoch. Jetzt links auf den Steg. Somit kriegt man dann erstmal ein bisschen wieder Gefühl für den Steg und dann rollen lassen. Jetzt mit Schwung hier hoch und dann kleine Brücke. Jetzt kommen hier ein paar kleine Anliegerkurven. Ja, man sollte nicht in den Graben fahren. Das ist echt blöd. So viel Sand diesmal hier. So, einmal im Off-Modus hier durch. Ach ja, was dieses Hardtail alles abkönnen muss. So, ein kleiner Stopp hier. Mal dann noch mal rüber gucken. Riesenfläche. Viel Wasser, viel Wald. Cool gelegen. Macht echt Spaß.
Ende. Kleine Steinschikane, da wollen wir doch mal drüber. Und ja, cool. Mit meiner kleinen Werkzeuge hier kloppt das. Schön war gleich noch mal. Ja, nett. Jetzt mal die linke Seite versuchen. Ja, kein Problem. Einmal antesten und dann versuchen. Klappt, macht Spaß. So, weiter geht's. So, hier war ich heute Morgen ja auch schon mal.
nicht damit gerechnet. Okay. Runter. Hier sind Steinchen. Wer bremst, verliert. Dieser Sand. So, jetzt brauche ich aber ein bisschen Unterstützung. Jetzt komme ich meinen Steg wieder nicht hoch. Mein Hardtail alles abkönnen muss. Unglaublich. Schon wieder Ende. Pass auf. Thank you.
Ende. Nun hatte ich ein paar Stunden Spaß in einem Outdoor-Challenge-Park. Und jetzt geht's zurück zu Wild. Da, wo das Auto steht. Und dann geht's wieder nach Hause. Mal schauen, ob mir auf der Rückfahrt jetzt noch was Schönes begegnet, was sich lohnt aufzunehmen. Ansonsten sind das jetzt eher triste Wege, aber zumindest abseits der Straße schön durch die Natur und im Schatten, weil die Sonne ist jetzt doch schon ziemlich heiß geworden. Quatsch, ich fahre geradeaus weiter bis zum Kanal. Jetzt muss ich links am Kanal entlang.
Naja, man sieht vom Kanal auch nichts, weil das ganze Schiff so hoch ist.